Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Timberborn. Ja, Season 2 sozusagen. Ich habe mich heute entschieden, ein neues Spiel anzufangen und zwar mit den Eisenzähnen. Das möchte ich gerne parallel laufen lassen, weil ich doch wahnsinnig gespannt bin und sehr große Lust darauf habe, die Eisenzähne mal zu spielen. Natürlich werde ich die Routen trotzdem weiterspielen. Aber, also die Rustikalrouten, aber ich werde trotzdem parallel dazu die Eisenzähne machen, weil ich denke, dass das vom Spielfeeling her doch ein bisschen unterschiedlich zumindest sein wird. Ja, wir beginnen, nee, Moment, nicht fortsetzen, wir beginnen erstmal ein neues Spiel und holen uns die Eisenzähne. Dann würde ich fast sagen, dass wir auf Lakes spielen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, da habe ich angefangen mit den anderen, aber ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht so sicher. Also mit dem Tutorial. Wir werden erstmal Lakes nehmen. Sagt mir auf jeden Fall. So, und da das Lakes heißt, würde ich sagen, das sind die Biberseen. Oder die Biberseesiedlung, so, das hört sich vielleicht besser an, auch wenn es scheiße aussieht zu schreiben. Die Biberseesiedlung, genau. Ich werde das Ganze erstmal pausieren, werde mir die Karte mal anschauen. Ja, doch, ich glaube, das ist die Tutorial-Karte. Auf jeden Fall kommt die mir irgendwie bekannt vor. Also bekannt vorkommen tun die mir wahrscheinlich alle, da ich... Haha. Ich sehe da gerade was, was ich garantiert vorher noch nicht gesehen habe. Hier ist ein Damm und theoretisch könnte man hier so durchziehen und diesen ganzen Teil hier hinten überfluten. Oh ja. Oh, ich glaube, diese Karte gefällt mir. Das würde dann hier könnte man durchziehen. Das würde dann bis hier komplett durchgehen. Hier sind auch nochmal zwei Dämme. Oh, ist das geil. Ja, 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 ja. Ich habe richtig Lust auf diese Karte. Was ich eigentlich sagen wollte, dass mir die Karten alle bekannt vorkommen natürlich, weil ich mir die alle schon mal angeguckt habe. Ich mache das hier nochmal ein bisschen größer. Oh, das ist der Berg. Der wird aber sehr herausfordernd werden. Vielleicht sprenge ich das dann auch später einfach irgendwann mal weg. Wobei, ich habe ja nicht unendlich viel von dem Altmetall, da wollte ich gerade sagen, von den Ruinen. Da muss ich mal gucken. Aber da ist so einiges, was hier schon sehr, sehr gut aussieht. Also rein theoretisch könnte ich hier später mal so eine Schneise durchmachen. Entweder das... Ah nee, das ist, glaube ich, eins tiefer gewesen, ne? Ja, ich habe so ein paar Ideen, was ich hier machen könnte. Ja, ja. Okay, fangen wir jetzt erstmal an. Wo ist denn jetzt der Ausgang? Der ist dummerweise links rum. Das ist ja ganz blöd gemacht. Eigentlich guckt man ja von hier aus dann da drauf. Okay, was brauchen wir alles? Wir brauchen jemanden, der die Blaubeeren einsammelt. Am besten, wir machen hier vorne die Straße. Machen wir das am besten so. Beziehungsweise eine Straße an sich haben wir ja nicht. Wir haben ja dann nur einen Weg. Dann muss ich mal gucken. Also ich würde das gerne direkt sehr, sehr gut aufbauen. Ich würde gerne zusehen, ob wir nicht nebeneinander mehrere von diesen Wasserrädern machen können, um mehr Energie zu bekommen. Und dann mit einem Streifen mehr von den... von den Gebäuden machen können. Das habe ich mir nämlich mal überlegt, als ich bei einer anderen... Ja, eigentlich ist es jetzt egal, wo ich jetzt hier rumgehe. Als ich auf dem privaten Stand war, hatte ich mir das mal überlegt. So, dann machen wir jetzt hier erstmal den Holzfäller noch hin. Gerade um überlegen, ob wir da oben... Wir bräuchten auf jeden Fall natürlich noch den Förster. Also wir können das ja schon mal laufen lassen, dass die hier schon mal ein bisschen was machen. Für den Förster müssen wir auf jeden Fall erstmal die Wissenschaft haben. Die Frage ist, passt das jetzt hier? Das passt noch dazwischen.
Ja. Will man das dazwischen haben? Eigentlich möchte ich ja gerne so in einer Reihe nach hinten gehen mit denen. Ich mache das mal hier hin. So, Jungs, das sollt ihr aber mit priorisieren, bitte. Und was ich nicht vergessen darf, was ich nämlich gerne mal vergesse, das wäre das Ganze markieren, damit die überhaupt was abbauen. Dann haben wir den Holz. Oh, der sieht ja ganz anders aus. Okay. Das passt hier hinten nicht mehr rein. Theoretisch könnte ich es aber so machen, weil da ist sowieso nichts grün. Das wäre eigentlich okay, denke ich mal, wenn das hier so weitergeht. So, dann können wir da das Holz schon mal lagern. Und was natürlich auch wichtig wäre, ist auf jeden Fall der Bauernhof. Ich würde aber ehrlich gesagt schon gerne. Ich würde auch gerne was ausprobieren. Durch den Überlaufen durch. Ich weiß nicht, was die meinen mit durch den Überlauf. Das habe ich noch nie ausprobiert. Das ist das Problem. Kann man die drehen? Ja, man kann die drehen, aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Sonst würde ich nämlich fast sagen, dass wir uns hier erstmal einen Übergang machen. Hier hinten haben wir auf jeden Fall auch noch Holz. Moment, ich mache erstmal einen Pfad dahin. Ich würde sagen, Holz brauchen wir zwar am Anfang ganz viel, aber später nicht mehr so extrem viel. Ich würde sagen, dass wir hier rüber gehen. Die anderen habe ich noch nicht frei. Da muss ich erst, genau, das sind dann die Durchlässigen. Die will ich später mal dahin bauen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir, jetzt habe ich natürlich einen zu weit gebaut, dass wir den Weg hier rüber kriegen. So. Und dann, ihr dürft auch gerne ein bisschen schneller arbeiten. Und ein bisschen länger dürft ihr natürlich auch arbeiten. Habe ich nichts gegen. So, ich würde sagen, die linke Seite, die nehmen wir dann später, um Holz aufzubauen. Und die rechte Seite könnten wir dann eventuell erstmal nehmen fürs Essen. Dann, ach, das war nicht hier auf der Seite. Aber hier ist der. Ah, da komme ich aber nicht mit dem Distrikt hin. Obwohl, naja, wenn man es so nimmt, wenn man es dreht, schon. Dann sollte ich den Staudamm da oben machen können. Wir müssen mal gucken, wie weit wir kommen. Da kann ich mal eins mehr machen direkt. So. Dann, ach so, ein Sägewerk brauchen wir auch noch. Das müssen wir dann mit dem Wasserrad hinstellen. Also ein Wasserrad. Das ist hier zu klein jetzt, ne? Das ist natürlich doof jetzt. Dann hätte ich das ein Stück nach links machen müssen. Oder ich mache es hier hin. Dann hätte ich natürlich den Vorteil, ich könnte die nebeneinander bauen. Weil ich sowieso den Übergang hier hätte. Ja. Komm, wir machen das jetzt erstmal so. Und bauen da dann direkt daneben das Sägewerk. So. Die müssen jetzt natürlich überhaupt erstmal irgendetwas machen. Warum haben die das hier noch nicht gebaut? Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Wobei, nee, 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 das nehmen wir als zweites.
Wir nehmen bitte als erstes, ah, das ist gut, das haben sie auch als erstes genommen, als erstes den Erfinder, weil dann können wir nämlich den Förster irgendwann relativ schnell, ich mache das hier mal auf Schnelligkeit, relativ schnell freischalten, damit wir den Förster nämlich machen können. Der Förster ist ganz, ganz unabdingbar für unser Überleben, weil der Förster ja die Bäume macht und die Büsche, also diese Blaubeerenbüsche macht. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, ich brauche da 60. Ja, 60 für. Das heißt, ich würde gerne noch ein zweites bauen. Am besten, bevor das dann ausläuft. Also, dass wir kein Holz mehr haben, meine ich. Wir machen es mal so. Nee. Wir machen es mal so, aber das wirklich mit einer niedrigen und das mit so einer zweithohen na, Priorität. So. Was ganz, ganz wichtig ist. Ach so, das sind 50. Ach du Scheiße. Ja, vielleicht ist es dann doch noch nicht ganz so wichtig. Also für mich ist tatsächlich die Forschung jetzt erstmal am wichtigsten, weil ich den Förster. Doch, es ist doch ganz wichtig. Weil ich das Sägewerk unbedingt brauche. Okay. Dafür brauche ich auch Holzscheite. Die sind auch ganz, ganz wichtig, dass wir da rüberkommen. Und schon habe ich das Problem, dass ich vermutlich nicht mehr genug habe. So wie es aussieht. Och, ich habe das Wasser vergessen. Oh nein, 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 nein. Ganz, ganz wichtig. Grundversorgung Nummer 1. So, da wir jetzt noch nicht so viele sind, würde ich sagen, müssen wir die jetzt nicht unbedingt höher priorisieren. Jetzt hat er das natürlich schon gebaut, ne? Das ist nicht so günstig jetzt. Also ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass die jetzt hier diesen Übergang bauen, damit wir überhaupt erstmal darüber kommen zu dem Holz. Ich befürchte allerdings, ehrlich gesagt, dass wir das jetzt nicht mehr schaffen werden. Oh Mann, ich bin so doof. Okay, setzen wir den mal dahin. Falls wir denn noch darüber kommen. Wir haben ja nur diese paar Bäumchen. Ja, okay, es wächst im Moment noch ein bisschen nach. Also wenn wir viel, viel Glück haben, kriegen wir das vielleicht hin. Das Problem ist nur, wir brauchen Wasser. Jungs, wir brauchen Wasser. Das ist ganz, ganz wichtig. Mache ich das jetzt mal eben als zweite Prio, damit die das erstmal machen hier. Eieieiei, wie kann man so versessen auf dieses Spiel sein und dann vergessen, dass man Wasser braucht. Das wäre eigentlich das Erste, was ich jetzt hätte bauen müssen. Das Wasser, den Holzfäller. Ja gut, das Lager ist natürlich ganz schön, aber das sollten sie eigentlich später machen. Also die Priorität habe ich da, glaube ich, nicht hochgesetzt eben, weil das, glaube ich, jetzt eben etwas teurer war. Das Problem ist nur. Wofür brauchte ich jetzt die Holz. Ach so, für den Förster, genau. Dafür müssen wir aber dann erstmal rüberkommen. Das ist ganz wichtig. So, Jungs, kommt. Ich will sehen, dass ihr hier mit dem Wasserwerk anfangt. Mit der Tiefwasserpumpe. Was? Das sehe ich ja jetzt erst. Die hat eine maximale Tiefe von 6? Nein, niemals. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch, wenn das jetzt
flach wäre, könnten wir 1, 2, 3, 4, 5, wir könnten noch hier eins höher stehen und dann pumpt die immer noch nach unten. Das ist ja heftig. Die andere, die hat ja nur eine Höhe von 2, deswegen, das ist wirklich krass jetzt. Ich befürchte allerdings, dass das mit dem Damm hier nicht so eine gute Idee ist, weil wir dann links kein Wasser mehr bekommen werden. Ah, der Förster. Ich kann ihn freischalten, ja. Moment. Wir müssen jetzt erstmal das Allerwichtigste. Jetzt müssen wir mal gucken, bis wo das geht. Ja, nee. Ja. Die Büsche muss ich auf jeden Fall alle hinkriegen. Okay, nee, jetzt habe ich es immer noch drin, hä? So habe ich jetzt alles. Irgendwie sehr unlogisch, aber okay. Oberste Priorität. Ach so, da brauche ich die Planken für. Scheiße. Dann können wir... Ich meine, gut, das ist jetzt okay, dass das jetzt hier gebaut worden ist. Dann können wir auf jeden Fall... Das sollen sie erstmal nicht machen. Ich habe nämlich eine ganz andere Idee. Dann können wir auf jeden Fall, das lassen wir jetzt als Priorität. So. Aber auch das Sägewerk. Achso, die sind beim Sägewerk dran. Ah. Warum die das Wasserwerk vorher nicht gemacht haben? Ja, ich habe das Sägewerk, glaube ich, als erstes hingestellt. Das kann sein. Hier, das ist natürlich schlecht, dass wir da so viele Holz für brauchen. Was ist denn mit dem kleinen Rädchen, wenn man das jetzt als erstes... Wollt ihr mich veräppeln? Das kostet 40 Holz. Oh. Okay, dann können wir auch direkt das hier nehmen. Aber trotzdem, das hier hat jetzt erstmal Prio. Also baut das bitte. Das hat auch Prio. Da dürft ihr auch gerne Holz reintun. Aber erstmal hier rein. Okay, sehr schön. Ah, ja. Ich hoffe, das schaffen wir. Also der Start, der ist jetzt nicht ganz so gut gelungen. Beziehungsweise nicht ganz so... gelungen, wie es eigentlich sollte. Ich brauche auch noch dringend ein Lagerhaus. Ich weiß, ihr sitzt da jetzt alle so rum. Aber... Ist das ätzend. Ach so, das eine habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Ja, komm. Wir haben es gleich gebaut. Sonst verdursten die mir nämlich. Die haben zwar noch ein bisschen Wasser drin, aber... Nein, jetzt gehen die auch noch schlafen. Ist das euer Ernst? Also ich mache mal erstmal 20 Uhr. Oder 20 Stunden. Ich bin mir immer noch nicht genau sicher, was das jetzt bedeuten soll. Aber doch, das müssten eigentlich 20 Uhr sein, weil der Tropfen hier, der bewegt sich, ne? Ja, genau, der bewegt sich. Dann heißt das gar nicht, die sollen 20 Stunden arbeiten. Ich habe mich schon gewundert. Sondern, oh, jetzt gehen mir auch noch die Leute hier bald aus. Das ist nicht gut. Müssen wir Häuser bauen. Was ist das denn? Zuchtbehälter. Die bevorzugte und einzige Fortpflanzungsform der Eisenzähne. Ach so. Wasser und Bären. Ach, herrje. Okay. Mache ich das denn am besten hin? Hier würde ich sagen, mache ich eventuell noch Forschungsstationen. Oder mache ich das direkt hier hin? Das kann ich natürlich auch. Die haben aber erstmal untere Prio. So,
Oh, endlich, wir haben das Wasserwerk gemacht. Jetzt muss auf jeden Fall höchste Prio erstmal Wasserpumpe sein, damit wir Sägebretter bekommen, weil wir müssen definitiv den Förster erstmal machen. Und wir haben hier nicht mehr wirklich was. Das ist das, was mir jetzt am meisten Sorgen macht. Sammelbar. Ach! Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen. Manchmal bin ich aber auch blind wie sonst was. Ja, wenn ich jetzt hier natürlich noch 1, 2, 3, 4... Dann müsste ich das auf jeden Fall einmal hoch machen, weil sonst habe ich da keinen Platz mehr für. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann ja noch einen Förster hinbauen. Kein Förster, sondern einen Holzfäller. Machen wir den mal dahin. So, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Achso, die pennen jetzt schon wieder. Mann, Mann, Mann. Fleißige Biber sind das hier aber nicht gerade. Okay. Dann das Rad. Sollen sie auf jeden Fall... Ach, die sind jetzt hier bei dem Förster dran. Ne, das ist auch okay. Das sind jetzt erstmal 10. Aber das Rad, die müssten das eigentlich nebenbei machen. Jetzt ist das natürlich blöd, dass ich das dahin gebaut habe. Na gut, hier oben könnte man später noch hin. Ganz wichtig. Da brauche ich 100 für. Okay, dann warte ich erstmal. Ganz wichtig, ich mache dann nämlich das hier anders. Das kostet 20. Ich hoffe, dass die jetzt nicht teurer sind, die ich jetzt dahin machen will. Hallo? So. Ah, nee, die sind auch nicht teurer. Sehr, sehr geil. Okay, gib mir noch 4 Wissenschaftspunkte, bitte. Gut, das zweite bauen sie jetzt. Ach, jetzt arbeitet auch wieder keiner, weil sie wieder am Pennen sind. Och, Leute, ernsthaft jetzt. Das ist, wie, das ist nicht verbunden. Hä? Ach so, Moment. Halt, stopp. Verbunden ist das schon, aber die haben keine Lust zu arbeiten, weil ich denen nichts angegeben habe. Oh, manchmal hasse ich mich dafür, dass ich es immer und immer und immer und immer und immer wieder vergesse. Was ist denn das mit dem nicht verbundenen Gebäude? Ach so! Da hat wieder kein Schwein drauf geachtet, war ja klar. Das müssen wir natürlich auch verbinden. So, dann gib mir noch den einen Punkt, komm. Ich geier da jetzt drauf, ich brauche die 100. Ja! Okay, perfekt. Dann baut die jetzt bitte alle hier hin. Damit wir darüber können. Damit wir auf jeden Fall uns noch vergrößern können. So. Das hier ist definitiv zweite Priorität, nachdem wir das Wasserrad gemacht haben. So. Der Förster hat jetzt erstmal alles. Wir brauchen aber, wie gesagt, auf jeden Fall jetzt erstmal das Wasserrad. Ich muss natürlich auch noch mehr von den Wasserpumpen und so weiter hier hinstellen, das ist klar. Aber ich muss jetzt erstmal gucken. Ich meine, die Grundversorgung ist ja erstmal da. Die werden wir auch gleich noch bauen. Ich meine, wir brauchen halt Holz. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen halt warten, bis die Sachen hier fertig sind. Aber wenn erstmal der Grundstock steht, dann... sollte der Rest definitiv kein Problem sein. Und wenn die hier dann auch noch rüber können, haben sie auch nochmal richtig gutes Holz. Aber ganz, ganz wichtig ist erstmal, warum machen die das denn nicht? Von mir aus machen... Ja, es kann natürlich sein, dass sie da jetzt so nicht drankommen. Die sind aber da oben auch nichts am Bauen. Ich vermute mal, das ist jetzt... Ach, da brauchen die Planken für. Nein... Oh, sagt mir jetzt bitte nicht, die können das Wasserrad jetzt nicht bauen. Die Baustelle ist zu weit weg. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Der braucht zwar unheimlich viel. Aber da kommen die dann auf jeden Fall zumindest ans Rad ran. Ah, ist das eine Scheiße. Ja, das hätte ich jetzt früher
da die natürlich keine Planken haben, weil das hier ja nicht machbar ist. Ah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber die kommen da auf jeden Fall auch so hin. Das ist schon mal gut. Wir müssen... Ach so, wir müssen das aber auf jeden Fall auch priorisieren, weil sonst können wir ja gar keinen Nachwuchs mehr machen. Da brauchen wir... da habe ich es gelesen. Wasser und Beeren für... Ja, ist dann halt so. Ich meine, Beeren haben wir noch genug... Wasser ist ein bisschen problematisch. Das haben wir jetzt nur hier im Petto natürlich. Ich priorisiere das jetzt auch mal. Also die drei Sachen, die sind auf jeden Fall aktuell Prio, weil wir haben noch keine Holzscheide. Das heißt, wir können den Holzfäller noch nicht machen. Junge, was macht ihr denn da hinten? Das ist als drittes. Das soll doch noch gar nicht gemacht werden. Okay, also die denken, der Wassertank ist jetzt erstmal wichtiger, als dass wir Energie haben, von mir aus. Finde ich nicht unbedingt gut, aber ja. Ich habe jetzt auch keine Lust, die Sachen da runterzustellen. Weil ich sage mal, es ist jetzt wirklich nur eine Sache des Wartens. Wir haben hier oben auf jeden Fall erstmal noch genug, dass wir die Sachen bauen können. Und das ist dann das Wichtigste vorerst. Ja, du kannst nicht arbeiten, ich weiß, aber es ist schon mal gut, dass du da drin bist zum Arbeiten. Dass du nirgendwo anders bist. Nur wir brauchen ganz, ganz dringend hier oben auch den Zuchtbehälter. Ich würde schon fast sagen, dass wir den auch auf zweite Prio stellen hier. Oh, 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 und die Dürre kommt, und die Dürre kommt. Das ist nicht gut, nicht gut. 2,5 Tage. Jungs, da müsst ihr jetzt aber tatsächlich nochmal ran. Wie mache ich das hier am besten? Ich würde gerne... Ich kann es auch so machen. Ich würde nämlich gerne das mit dem Wasser auf der anderen Seite machen, weil ich da das... Essen machen möchte und hier die Bäume. Dann mache ich das so, dass wir zumindest zwei haben. War der Eingang jetzt auf der Seite? Ja. Die setzen wir dann auch mal auf Prio. Bekommen wir das noch hin, den vor der Dürre hinzukriegen hier? Ich meine, das mit dem Holz, das ist natürlich jetzt keine gute Sache. Aber wir haben zumindest ein Holzlager. Also alles, was wir jetzt holen, das geht zumindest ins Lager rein. Oh je, das ist nicht dein Ernst, dass das schon rot ist? Ach so, nee. Hä? Was war denn da gerade rot? Ich weiß es nicht. Ist jetzt die Frage, ob die jetzt... Ah ne, hier machen sie erstmal weiter. Genau, damit die dann das Rad danach machen können. Ja, der Anfang dauert halt immer ein bisschen. Ne? Man muss warten, bis die Sachen überhaupt erstmal gebaut sind und alles. Wenn man dann noch so doof ist wie ich und das dann ein bisschen blöd aufstellt, dann hat man sowieso gelitten. Und ich habe nicht dran gedacht, dass ich die Planken brauche, um auf die andere Seite zu kommen. Okay, aber es sieht schon mal ganz gut aus. Bis auf die Sache mit dem Essen, die macht mir ein bisschen Sorgen. Ich meine, 100 haben wir noch drin. Die erste Dürre sollten wir überstehen. Aber es macht mir trotzdem so ein bisschen Sorgen. Weil wir können dann natürlich auch kein Holz holen. Ich meine, gut, Holz, okay. Wir haben jetzt hier 20 noch auf Lager. Das heißt, die können hier auf jeden Fall das Teil für den Damm noch reinmachen. Und dann sollten sie endlich mal hiermit anfangen. Ich stoppe jetzt mal eben das Wasserrad, damit die definitiv erstmal mit dem Wasser hier anfangen. Oje, oje. Die Dürre kommt immer näher. 0,4 Tage.
Gut, wir kriegen es vor der Dürre sowieso nicht mehr hin. Dann können wir eigentlich auch. Nein, 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 das will ich nicht stoppen. Das wollte ich eigentlich wieder freigeben. Dann können wir es eigentlich auch wieder freigeben, weil die Dürre braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Dementsprechend, ich meine, hier, das ist gleich fertig. Dann werden sie auf jeden Fall an das Rad rankommen. Was ganz, ganz wichtig ist, weil wir brauchen unbedingt Holzscheite, weil das muss, Planken. Genau, das sind die normalen, das ist das normale Holz. Ich sollte mir unbedingt mal merken, Holz und Planken. Oder Holz und Bretter, kann ich auch sagen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die als erstes auf das Rad gehen. Ja, die gehen als erstes auf das Rad. Okay. Gut, die Pumpe können wir jetzt sowieso nicht so viel mit anfangen, weil jetzt die Dürre da ist. Wie man eigentlich sehen sollte. Hä? Hä? Von wo kommt jetzt hier das Wasser? Ah, von hier. Und das kommt dann hier runter. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Ah doch, jetzt haben wir hier auch Dürre. Ich wollte gerade sagen, weil irgendwie kam jetzt hier keine richtige Dürre hin. Das war jetzt ein bisschen seltsam. Aber okay. Gut, an dem Rad arbeiten wir noch. Was ist denn hier oben schon wieder? Ach so, ja, er hat jetzt natürlich nichts in der Reichweite, das ist klar. Er muss jetzt erstmal warten, bis die endlich mal dieses dämliche Wasserrad gebaut haben, damit wir Planken herstellen können, also sprich Bretter. So, jetzt können wir das Wasser auch wieder sehr schön. Ich meine, wir können es nicht aufstocken, weil wir nicht genug Vorräte haben. Aber wir müssen es halt ein bisschen langsamer angehen. Der braucht dann auch nochmal 10. So, was ist jetzt mit dem hier? Der braucht Wasser und Beeren. Der hat auch gut Beeren bekommen. Ah, es dauert aber ziemlich lange, bis dann da wirklich mal ein neuer Biber entstanden ist. Bei mir sind nämlich jetzt, oh, vier Stück schon an Altersschwäche gestorben. Oje, oje. Das ist nicht gut. Wir brauchen auf jeden Fall Ersatz. Ja, es kann sich nur noch um Stunden oder Wochen oder sonst was handeln, bis das Wasserrad endlich fertig ist. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut. Und schalt euch dann gleich wieder hinzu, wenn das Wasserrad zumindest schon mal läuft, damit wir dann sehen können, was von dem Rest jetzt gebaut wird. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder. Es ist endlich soweit, das Wasserrad läuft. Das heißt, ich kann endlich, endlich auch Bretter herstellen. Und ich hoffe, dass die direkt, ja, sie haben schon damit angefangen, dass sie direkt zum Förster geliefert werden. Weil das ist jetzt tatsächlich das wichtigste Gebäude, was uns noch fehlt. Ich habe übrigens schon mal geguckt. Also wir haben jetzt fast 370 Forscherpunkte, die wir noch ausgeben können. Das heißt, ich werde auf jeden Fall als erstes die Treppe freischalten. Habe ich gerade gemacht. Damit wir dann auch hier oben hin können oder wie auch immer. Da braucht man auch Bretter für. Okay, gut zu wissen. Ach so, genau. Und ich wollte bei der Energie. Sollte an einem Flussufer platziert werden. Kann man die nicht nebeneinander machen? Ah nee, jetzt steht da. Ach so, ich war zu nah dran. Aber dann kann ich auch nur zwei machen. Aber gut, ich sag mal, bei dem, was ich vorhabe. Ich stelle es mal so dahin. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe es noch nie gemacht. Aber ich hoffe, dass wir das so machen können, dass dann beides die Energie quasi in die Richtung weitergibt. Und wir hier einfach die Häuser nebeneinander stellen können.
Energieversorgung ist 180. Das müsste dann ja entsprechend das Doppelte sein, wenn wir das Ganze hierhin bauen. So, dann... Ah, der Förster ist fertig. Ja. Bäume. Ganz, ganz wichtig. Bäume. Wir fangen mal hier an. Ganz viele Kiefern. Es ist Birke, keine Kiefer, aber ist egal. Nee, Moment. Ja doch, ist Birke. Dann machen wir noch ein bisschen Kiefer auch dazu. Wobei, da weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt noch eventuell Wasser hinbauen würde. Also machen wir es mal bis hier. So, dann haben wir auch noch ein paar von denen. Wir haben gar keinen Förster hier drin. Das heißt, wir müssen ganz, ganz dringend neues Leben machen. Aber er weiß dann zumindest schon mal, was er hier machen soll. So, die Blaubeeren würde ich sagen, so ab hier, dass wir die hier so durchziehen. Dass wir auf jeden Fall ein gutes Feld haben. Und ich würde sogar fast sagen, dass wir hier noch ein zweites Fähnchen hinsetzen. Dass die dann mitsammeln sollen, weil wir haben nicht so viel Essen, obwohl wir eigentlich relativ... Ach, wir haben auch noch immer keinen Speicher, fällt mir gerade ein. Oh, ja. Das könnten wir jetzt zum Beispiel hier hin machen. Dann würden wir den Platz... Oder wir machen das... 1, 2, nee, aber ich brauche dann 3 dafür. Aber man könnte es so machen und dann dahinter noch was bauen. Doch, das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Wir müssen natürlich auch schauen, wie wir mit dem Platz auskommen. So, das sind gerade mal 15. Die werden wir auch mal auf Prio setzen, weil Lager ist natürlich unheimlich wichtig. So, dann müssen wir natürlich schauen, dass wir weiteren Nachwuchs züchten. Achso, dich können wir jetzt auch wieder freisetzen. Du wirst dann irgendwann... ja, wir brauchen auf jeden Fall... Achso, wir haben auch Obdachlose. Obdachlose Biber. Das heißt, da müssen wir auch gucken, dass wir... Erstmal irgendwas hinstellen. Oh je, okay. 40. Ich meine, gut, da können 10 drin wohnen, aber 40 ist doch schon relativ teuer, würde ich mal behaupten. Ja, aber dann sollten wir erstmal den ersten Start soweit geschafft haben. Also wir haben auf jeden Fall Wasser da. Da brauchen wir uns erstmal keine Gedanken zu machen. Es ist zwar im Moment nicht so viel, aber wir sind ja auch noch nicht so groß von der Bevölkerung her. Ach so, Thema Wasser. Da wollte ich den großen Tank nämlich noch freischalten. Den kann ich natürlich noch nicht bauen, weil ich da das Getriebe für brauche. Das heißt, wie viel kostet das? Das kann ich, die Getriebewerkstatt, die kann ich auch freischalten. Ach, die braucht dann die Planken. Okay, das war das. Da würde ich schon fast sagen, aber dafür müssten wir viel Holz haben. 120 braucht die. Und die braucht 50. Könnten wir theoretisch zweimal Sägewerk und zweimal Getriebe reinstellen, oder? 80, 150. Würde ich das irgendwie auf der anderen Seite dann bauen? Vielleicht hier auch dann so weiter? Ach nee, das kann ich jetzt hiermit nicht machen. Ja, da muss ich mal gucken, wo ich das dann eventuell baue. Ich meine, mit den Planken, die kommt halt nicht so hinterher, ne? Wenn wir da jetzt nur eine von haben. Das ist jetzt meine Sorge. Würde ich sagen, machen wir das so. Ein bisschen mit der Prio hier drauf. Die dann als zweites. Erstmal. Und dann können wir den Tank dahin stellen.
So, dass wir da dann auf jeden Fall später noch was haben. Das lasse ich jetzt aber erstmal auf mittlere Priorität. Aber da sollen dann auf jeden Fall die Tanks entsprechend hin. Ja, aber was ganz, ganz wichtig ist halt, wir brauchen Nachwuchs. Klar, die sind jetzt erstmal alle obdachlos. Das ist nicht so schön. Ich habe das gar nicht eingestellt auf Prio, fällt mir gerade auf. Ein Jungtier haben wir noch. Aber immer noch keinen. Können wir hier erstmal einen reinsetzen? Haben wir dann einen drin? Auch nicht. Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Hä? Oder ist der jetzt hier hingelaufen? Das wäre natürlich doof. Machen wir den erstmal aus. Weil wir brauchen Förster, Junge. Okay. Jetzt haben wir hier auch noch einen zu wenig. Da ist jetzt gar keiner mehr drin, oder wie? Eieiei. Ihr macht mich hier verrückt. Ihr macht mich hier wirklich verrückt. Okay, also ich würde sagen, mit dieser Einstellung, da ist gerade auch noch einer verhungert. Wieso ist der verhungert? Wir haben doch eigentlich... Naja, wir sollten genug da haben. Jetzt ist der Biber nicht mehr da, der hier die ganze Zeit drin war. Also jetzt wollen sie mich aber wirklich veräppeln. Okay, mit dieser Einstellung werden wir jetzt erstmal hier pausieren, würde ich sagen, damit hier nichts passiert. Und ich sag mal, wir sehen uns das Chaos dann in der nächsten Folge weiter an. Bis dann. Ciao.